So. Ich schließe mich wieder den Kampf an. Was hast du für den gemacht? Ja, die Parts hier noch so geschnitten kurz. Ach so, du warst im Arbeiten. Ja. Ich hab meine Karriere gedacht. Sorry. Ich bin auf nichts bereit. Haut Ruhe. Okay. Ey, was ist hier mit dem Bossen auf einmal los? Haben die keinen Bock mehr? No, da war, glaube ich, irgendwas für Druiden oder so. Also nützlos für uns. Ein Wechselbalk. So, ja. Ja, ich wusste aber auch nicht, dass der Typ, der in Jesus reingestochen hat, Longinus hieß. Ne, ich auch nicht. Bist du halt erwähnt hast. Ich dachte, mal, das ist nur der Name der Lanze. Ich wusste nicht, dass der Typ. Ach, der Typ ist so. Ja, der Typ, der Soldat, der in Jesus reingestorben hat, dieses Longinus. Und deshalb hat man das die Longinus-Lanze. Ah. Macht doch Sinn, warum sollte ein Soldat dann eine Lanze. Ja, wollen wir nicht, ne? Ja, leider nicht. Hm. Oder gibt man seinen Waffen keinen Namen? Doch. Nein, doch. Bis dann werden sie sowas Besonderes. Ja. Nimm mein. Wie ist meine Axt nochmal? Hackebeil des Schlechters. Ja. Du hast eine ganz tolle Verbindung zu deinen Waffen, ja, wenn du nicht mal die Namen von denen weißt. Ja, was ist der jetzt so? Skorpion, äh? Ja. Nein, hier. Ja, erst war es gar nicht. Ach, Schmied, lass mich in Ruhe. Ja, gib doch erstmal die Quiz ab, die ist doch direkt hier. Wo ist die denn? Die eine Statue, die war keine angesprochen da. Die Itzel. Ich teleportiere mich zu dir. Die Itzel-Bitzel-Spinne. Dann nochmal so einen Ruhm ab. Sind wir nur 80 Punkte entfernt. Du wahrscheinlich nur 70. Mein Champion kehrt siegreich zurück. Ich bin der Champion. Endlich ist jemand kompetent genug, selbst die einfachsten aller Aufgaben zu erledigen. Platziert nun das Gefäß vor mir. Ich platziere das Gefäß vor dir. Ja, ich bin ein Abseil. Oh, Daniel, du wirst angegriffen. Böse wie ich. Was glaubt ihr? Wird jetzt in eine Spinne verwandelt? Nein, Spinnen kommen auf dich. Bevor sich langfristigere Lösungen arrangieren lassen. Alter, was ist das hier? Mein Atheneum wird die Antworten. Quest Tainoru. Wenn du Taiure. Quest Tonorgo, when the tiger is. Das ist zwar etwas eng, aber es passt. Jetzt hilft mich hoch. Oh, so viele Edelsteine. So, hat direkt noch was. Holt Itzel zurück. Ich muss unser altes Atheneum wiederfinden. In der Annahme, dass die Vistakta das nicht auch in Schutt und Asche gelegt haben. Schon wieder. Es liegt. Was zum. Habe ich da die Edelsteine gesehen? Bringt mich nach Caldeum, damit ich mich orientieren kann. Er hat meine edelsten Steine gesehen. So. Nein, weil ich hier das Ding kaputt. Ich weiß nicht, ich habe das Ding hier kaputt gemacht. Also. Da kam auch. Ja, dann, ja. Ja, ja, ja. So. Ja, dann verstehst du das, wenn ich dann unter den in Kommentaren, wenn ich dann Timestamp mache und dann Bindestrich dazu setze, verstehst du das, Daniel? Ja, das verstehe ich. Ja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht denkst du dann, warum hat er denn da zwei Zeiten angegeben? Was bedeuten diese Nummern? Dann,
Ist ja, das ja, der heißt dann dazu, von dem Moment bis zu dem weg? Gucken sollst. Ja. Das war eins der Nabel der Welt. Unwichtig. Ich weiß noch, dass das Athenäum in der Nähe. Und ich Idiot tue die ganze Zeit mathematische Formeln irgendwie im Internet nachgucken. Was für ein Narr ich war. Nein, ich weiß auch, du weißt, wofür die Timestamps. Ich meine nur, wenn ich zwei dahin schreibe mit einem Bindestrich, ob du den Bindestrich erkennen kannst. Ja, ja, klar. Ja, das weiß ich doch nicht. Am schlimmsten wäre natürlich, wenn du einfach irgendwie so ein Zitat da reinschreibst und dann gar kein Ding da hin machst, dann habe ich aber gar keine Ahnung, von was du redest. Ich weiß, Daniel. Ich weiß, du kannst dir nicht merken, was du in deinen Spielen so gesagt hast und so gesehen hast. Ein Zauberer, ja, meistens sind das ja immer ein paar Tage später irgendwie, als ich das hochlade. Weiß ja, ich weiß ja noch, was ich da gemacht habe. Ich weiß auch nicht mal, was ich vor 5 Minuten gesagt habe. Anscheinend wollte er der einzige Experte bleiben. Machen wir ja mit dir hier. Machen wir hier einen Rundgang. Oh, ich bin endlich fertig mit den meisten Animes, die ich da am gucken war, ey. Die haben endlich vorbei, ey. Warte nochmal. Ich bin jetzt so gut wie fertig. Also die meisten Animes sind jetzt fertig, die ich da am gucken war. Ja, aber übermorgen fängt ja ein neues Jahr an, also. Ja, nächstes Jahr kommen auch jede Menge gute Sachen. Und oh, endlich Solo Leveling. Ja. Yeah. Yay. So schon lange draußen, oder? Solo Leveling? Ja, ist er nicht schon länger draußen? Das ist, ne, der Anime. Das ist ja ein Cartoon. Und jetzt kommt ein japanischer Anime davon. Okay. Da haben sie endlich die drei Könige des koreanischen Webtoons in Animes verwandelt, ey. Oh. Die haben sich die drei Besten rausgesucht, ey. Aber wenn nicht, ey. God of Tower of God und High School, God of High School und jetzt hier Solo Leveling. Das sind die drei Besten, glaube ich. Na, okay. Okay. Wäre interessant, dass die Japaner davon ein Anime machen, aber die Koreaner, die haben es nicht so mit Animes. Ja, ich wusste gar nicht, dass es überhaupt gibt. Wo sind wir hier, Daniel? Bist du nicht hier gerade reingeritten? Ja, genau, ja. Bist du? Ich sehe dich nicht. Ich laufe ja gerade vorne herum. Ich kann hier nicht rein. What? Hast du nochmal mit der gesprochen, mit der Statue? Hier sind zwei Quests in der Nähe. Zwei Quests in der Nähe? Bin ich hier schon wieder falsch? Ich bin hier doch hinterher geritten. Du bist doch jetzt in so einen Durchgang durchgegangen, oder nicht? Ja, ja, jetzt. Ich kann hier nicht durch. Nee. Nö. Ich hab mit der einen geredet, die hat mir irgendwie so einen Ring gegeben. Kann man nochmal mit der reden? Hast du Insel Isel der Wiesel G. Holt ja. Isel G zurück. Ja, da musstest du, glaube ich, mit der nochmal reden oder so. Du musstest die müsstest du mitnehmen. Sind hier so viele Nebenquests? Ey? Weiß ich nicht. Wo ist denn die Tante jetzt? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Bei mir ist sie ja nicht mehr auf der Karte. Ich weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Ich hab die auch nicht auf der Karte. Wo ist das denn? Ja, die hatte bei mir noch ein Quest-Symbol, deswegen hab ich nochmal mit der geredet. Ich hab da auch nochmal geredet. Wie oft musst du denn mit der reden? Ich hab da auch nochmal geredet. Also irgendwie ein Quest-Gegenstand? Ich hab von der irgendwie so einen Ring oder so, einen Quest-Gegenstand. Da muss ich mit der ein paar Mal irgendwo durch die Gegend rennen. Ich glaube, ich hab keinen Ring. Ja. Da muss ich den Ring holen. Ich hab doch ein paar Mal mit der geredet. Boah. Soll ich noch mehr mit der reden? Ich muss warten. Muss eine gesprächige Person sein. Nur sprechenden Leuten kann man helfen. Nur lesenden Leuten kann geholfen werden. Boah, hier kann man auch nicht sein. Wie komme ich denn jetzt dahin? Boah. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Da unten irgendwo hin. Mach ich das so? Natürlich portiere ich mich da hin. Dann schaue ich mich mal hier um. Vielleicht finde ich ja ein paar. Während du damit zugange bist, schaue ich mich hier mal um. Vielleicht finde ich ja ein paar
Schreine oder so zur Aufheiterung. Muss man ja auch mal irgendwann suchen. Oh, da ist sogar einer. Gibt's nicht. Boah. Na gut. Dann mal wundern, wenn man kurz diesen Schreien während der Weg sich um diese Quest kümmert. Ah. Oh, du redest gerade mit jemandem, ich hab's gehört. Ja, Vogel, bleib gefälligst hier. Ist einfach weggeflogen. Ich habe mich noch nicht mal bewegt. Wie sehen denn so meine passiven Fähigkeiten aus? Kampfeslust. Gegner Schaden zu erweitern 3 Sekunden im Berserker. Ja. So, hey, mal hier. Oh. Na, die wieder so ein Mist. Ja, so, und ich musste mit ihr. Boah. Alter. War für dich gesprungen. Bin einfach durchgeritten. So, ich hatte ja dann irgendwo so ein paar Quest-Symbole hier. Muss einfach nur vorbeilaufen. Dann plappert die irgendwas. Weiß nicht, wo die sind. Müssen alles auf dem Weg gewesen sein. Ich muss ja erstmal zum Aussichtspunkt. Ich muss die erstmal zu den Durchgang da bringen, wo ich nicht rein kann. Ja, aber wie kommt man denn jetzt? Ja, aber du musst erstmal so. Du musst erstmal an so ein paar Sachen hier. Also bei mir steht da, hier ist so ein großer Kreis da unten. Ja, da musst du da hin. Erstmal. Ja, ich weiß aber nie, ich komm schon wieder nicht dahin, ey. Was ist das hier für eine Scheiße? Boah. Ja, da kommst du nicht lang. Da müssen wir so rum. Da müssen wir rum. Ja, ich hasse das hier. Meine Vegas war unter Kontrolle, ist ne? Meine Vegas war Steuer. Als wäre der Master. Ey, ich bin Steuer. Mich hier nicht zurecht, ey, mit der blöden Karte. Deswegen tue ich alle 2 Sekunden die Karte öffnen. Du weißt, wie ich mich fühle. Stell dir mal vor, ich würde hier rumlaufen. Alter! Stell dir mal vor, ich würde durch jedes Spiel laufen, ohne die Karte zu benutzen, ey. Dann würdest du nicht irgendeinen Abhang runterrennen. Da war immer noch ein geilster Moment überhaupt. Mit Elder Scrolls mit der Karte in der Hand. Ab und runter. Was mein gesamtes Leben jetzt irgendwie zusammen in Videospielen. Na, so, ich weiß nicht, wo du hin musst, ne? Ich weiß nicht, wo die Dinger sind. Ja, du musst immer so muss von einem Kreis zum anderen irgendwie rennen, ey. Kommentiert die da irgendwie was? Und dann irgendwann musste da zu dieser Dungeon, wo ich reingehen sollte. Nur wo die sind beide nicht. Ich bin jetzt da oben schon wieder hin. Boah. Du hast den einen Kreis gesehen, dann musst du zum anderen. Naja, ich komme aber nicht mit dem scheiß Kreis gar nicht hin. Wo ist denn da hin? Man kennt ihn auf der Karte, dann weiß ich auch, wo der ist. Doch auf der Karte, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme zum Beispiel. Ja, kann ich hier nicht durch? Dum, 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 dum. Ah, ja, ungefähr hier muss ich auch mal lang irgendwann. Ich glaube, hier ist irgendwo Applaus, ne? Für eine kurze Zeit. So.
Und nach links. Muss nach links. Muss hier rein. Ja. Alles klar. Gut. Haben wir das gelöst. Jetzt geht's wieder. Ja, bei mir war da gar kein. Bei mir war da gar kein Dungeon vorhin. Da muss natürlich die Kollegin mitnehmen, die will die Welt sehen. Also tot langweilig da als Statue. das ist der Dungeon Design 1001. Ich hätte gedacht, die alten Schutzzauber. Ah. Wer war das? Da sind sie. Ich bin noch. Pass auf, der Angel ist ein unglaublich geflüchteter Beatboxer. Wenn sie beide Zitschko-Brüder auf einmal sind, ich mach sie fertig. Bauch. Bauch. Niemand hat mich fett. Weggeworfene Fiolen. Magische Verbindung. Ich will auch mal zielen. Erziehen. Ich habe die Verbindung. Was jetzt? Ich habe nur noch eine Verwendung für euch, Champion. Seid mir nicht böse. Doch, Mann. Als Beste als Gefäß haben. Oh, die besitzt mich. Die nimmt mich im Besitz, Daniel. Nein. Ah, nutzloses Ding. Oder vielleicht ist euer Wille stärker, als ich dachte. Stark genug, eine gegeneinander kämpfen müssen. Ja. Wie es scheint, werde ich es auf die voll episch Art erledigen müssen. Ich werde euer Gesicht tragen. Nein, nicht mein hübsches Gesicht. Ah. Gib mir doch einfach ein deiner Skelette. Hier würden wir alle. Ja, außer du. Wahrscheinlich, weil du ein Skelett verlierst. Ansonsten win-win. Ich bin noch nicht bereit. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Ganz doll ich. Nein, aua. Hm. Wie viele Tränke? So, bum bum. Gut. So, haben wir jetzt alle Dinger. Nein, ich will die Karte. Boah. Stimme aus der Vergangenheit. Nein, mir fehlen noch 10 Punkte. Ich gebe da jetzt hier nicht. Was fehlt dir denn? Ja, für den Ruhm ja von Kirgistan noch 10 Punkte. Ja, ich mal gucken, ob mir auch 10 Punkte fehlen. Dann. Ja, halt die Klappe, weil die ist schon mal wahrscheinlich wieder voll aus irgendeinem Grund, ne? Ich aktiviere die Quest in Zeiten der Verzweiflung. Das passt gerade, habe ich so ein Gefühl. Ach, Daniel, unmöglich, dass ich so viele Punkte habe. Ich gucke jetzt mal nach. Okay, welche Quest machen wir als nächstes? In Zeiten der Verzweiflung. Das ist die einzige Quest, die ich noch habe. Es sind aber sehr viele andere Quests, Daniel, wo ich hier bin. 4 Stück. Weh. Das sind 4 Quests. Ja, ich sehe ja noch Ausrufezeichen überall, aber. Ja. Ja, ja. Ja, ich habe die nicht eingesammelt. Ja, ich auch nicht. Deswegen. So, ich suche die eine Quest noch, damit wir die auch mal abgeschlossen haben. Ja, hier, mein Gott. Das ist immer so ein winziger Kreis hier. Schon letztens gesehen. Bitte um die Hilfe des Wächters. Wir haben auch 10 Punkte, Daniel. Ja. Ich weiß nicht, warum ich manchmal 5 Punkte mehr habe als du. Das ist wahrscheinlich, weil ich die Legendäre Edition habe. Der Kirchen. Ja. Beliebtheitsbonus.
Und deshalb habe ich auch viel mehr Tränke als du. Ja. So. Was immer jetzt hier ist. Ich meine, die Quest haben wir schon seit Ewigkeiten. Kaiserlicher Palast. Ups, ups. So. Versucht, aber irgendwie kann man ja nicht voran. Mal wieder irgendwas zu erinnern. Ja, kommt mir ja auch bekannt vor. Oh, ich habe eine Idee. Bin bestimmt wieder irgendwie ein E-Motor oder so machen davor. Warum hat der Typ so viel aus? Ja, ich habe so eine Idee. Lass mal. Hier ist nämlich irgendwas, aber wir können ja nichts machen. Danken. Nein. Ja. Daumen nach oben. Ich bin gekommen, um mich so tanzen zu sehen. Was soll man machen, ja. Jubeln, folgen. Ich brauche Hilfe. Okay, einfach nur Hilfe. Das war's. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Boah. Kirgistan. Boom. Und jetzt haben wir alles eingefordert. Sehr cool. Das heißt wieder Paragon-Punkte. Boah. Boah, jetzt krieg ich noch eine Ding. Sehr cool. Oder ne, ich brauche immer noch einen. Egal. Da lang. Ja, ich muss sogar so da lang. Oh, so viel Stärke, so viel Stärke. Ich will noch mehr davon. Ich will noch mehr davon. So. Unvergleichlicher Abgott. Titel. Okay. Ja, dann würde ich sagen, grinden wir noch hier mit Albtraum Dungeons. Was hast du denn dazu aus? Weil ich habe nur Level 19 dazu. Ich glaube, weil ich irgendwelche haben, die wir noch nicht gemacht haben. Nee. Das ist ein Problem, ne? Ich geh mal zu dem Baum, vielleicht ist er wieder. Halte 100 Paragon-Punkte frei. Willst du das noch mal mit dem Schädel ausprobieren? Ja, mal versuchen, ne? Mhm. Wieder gespawnt ist oder irgendwie sowas, ne? Ja. Einfach was machen können da. Nein, du darfst das nur einmal im Jahr machen. Ja, genau. Ja, mal da rein. Obwohl, da ist so ein Haken dran, so ein abgeschlossener Haken. Nur einmal machen. Nein. Bitte nicht. Ja, ich renn mal da rein. So. Das sieht anders aus hier. War nicht von links gestartet? Die Gegner sind ja respawned. Ich laufe einmal. Ich laufe einmal. Oh, nein, die Gegner da. Level 55. Ich laufe jetzt einfach mal zum Altar. Guck mal, ob der überhaupt da ist. Ja, PS war zum Interagieren. Okay. Warte auf mich, Daniel.
Ja, ich laufe nur an die Gegner ja gerade vorbei. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss warten. Okay, der Gegner war aber nicht unbedingt. Überzeugen nicht. So, dann lass mich mal gucken. So, du musst einen von jedem hier benutzen, anscheinend. Ja. Okay. Ja. Haben wir noch mehr als genug. Ich habe 4, 4, 6. Na gut, beschwören. Da machen wir den Kollegen eben noch mal platt. Dann meistern wir den Kollegen eben noch. Oh, der spuckt wieder was eigentlich, als wir jetzt aussehen. Ja, ne? Mich irritiert hat noch ein bisschen, dass der Level 55 ist. Was? Hat er nur Level 55? Das irritiert mich so ein bisschen. Ja. Dann wird er jedes Mal stärker, wenn wir ihn erledigen. Ich glaube, das Loot, das ist ja nicht basierend, das ist Stärke der Gegner. Ja. Ja, warum sind die in Level 25? Ja, es gibt ja nochmal den exakt gleichen Ring. Aua. Alter! Einzigartiger. Ja, eine Zweihandsense. Zweihandsense? Ja, eine Zweihandsense. Etwa ohne Schmuh. Ich habe Stiefel bekommen. Und die heißen 100.000 Schritte. Okay, die ist sehr viel schlechter. Ja, selbst schauen, das ist ein Teil, ne? Nachdem in den letzten Starts mit der zentralen passiven Fähigkeit wandelndes Arsenal erlitten haben. Fähigkeiten von den Ding ist ja gar nicht gut, ey. Ne. Das habe ich, glaube ich, ne? Wandelndes. Dunkelheitsfähigkeiten unterkühlen Gegner bis zu 100% und fügen eingefrorenen Gegner. Ja, okay, aber. Einzigartig, ne? Ja. Jetzt nur wisst ihr. Hast du was Einzigartiges gekriegt? Ja, ich habe Stiefel bekommen. Einzigartige. Da kriegt man hier jedes Mal irgendwas Einzigartiges. Wollte nicht. Das wäre doch cool, ne? Also dafür, dass wir in der letzten Zeit gar nicht gespielt haben, ist die Drop Rate hier ein bisschen hoch, ne? Ja. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden, Daniel. Das ist nochmal zu. Ja. Dann sollen wir raus und reingehen oder was? Ja, das ist, was ich hier gerade mache. Ich mache das gerade wieder auf die unclevere Art. Oh, hier ist eine Truhe. Ah, ich bin vergiftet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er immer so schnell respawnt. Das heißt, wieder eine Stunde später oder so. Ja, wir können aber öfter ja vorbeischauen. Aua. Na, bist du schon draußen? Ja. Okay. Ja, warte erstmal, bis ich auch draußen bin. Nur Baba Schaden mit Fertigkeit die neuen Waffen wechseln. Ja, wandeln ins Arsenal und aufstampfen. Ich weiß nicht, ob das eine Fähigkeit ist oder. Ja, geh mal da rein und guck, ob der. Ist auf jeden Fall eine Fähigkeit. Ja, aber. Der tut irgendwie eine passive Fähigkeit hochleveln und ich weiß nicht, ob ich die habe oder nicht. Und ob das irgendwie eine Fähigkeit ist oder so. Wandeln ist also in Arsenal. Okay, das Ding ist nicht wieder da. Okay, ja, da muss man halt ein bisschen warten. Nehm ich an.
Dann weiß ich nicht, dann machen wir Albtraum Dungeons oder so, ne? Ja. Ich habe einen Stufe 20. Ja, dann hau raus. Ja, aber bestimmt schon, ja. Willst du machen, ne? Ach, das ist eine passive Fähigkeit. Auf einen direkten Schaden, so wird ja lang mehr Schaden. Im Vergleich zu. Ey, das ist ja mein. Ja, okay, die passive Fähigkeit des Rings ist jetzt nicht so doll, leider. Die Waffe zum Beispiel, die ist schlechter als meine aktuelle Waffe, um 100 schadensmäßig. Ja, die Schuhe sind auch minus 12 Rüstung. Das ist jetzt minus 132, Mann. Die Fähigkeit bringt den. Ich benutze keine Dunkelheitsfertigkeiten, also bringt mir die Fähigkeit auch die einzige. Ja. Also ein bisschen Glück haben müssen wir schon halt mit den Effekten, ne? Nehme ich an. Ja, ich glaube, das sind immer dieselben Effekte, ne? Also. Ja, was wir bekommen und so, ne? So, wo müssen wir hin? Also ich glaube, jeder einzigartige. Ja, aber wird ja wohl nicht nur zwei Gegenstände oder so geben, ne? Wird ja wohl schon genug geben. Ich meine, es gibt einen Helm wahrscheinlich, einen Ring, Schuhe. Ja, wird es wahrscheinlich auch mehrere Versionen von geben, nehme ich an. Das weiß ich nicht, das bezweifle ich irgendwie. Gibt ja auch zwei verschiedene Ringe. Gibt ja einmal von Lilith und einmal hier, den wir vorhin bekommen haben. Ja, auch zwei verschiedene Ringe. Ja, aber das eine ist ja irgendwie ein storymäßiger Ring, den kriegst du ja immer, wenn du das erste Mal. Was ist das eigentlich? Verdunkelter Weg. Das Quest-Symbol sieht so komisch aus. Aber nicht ein Story-Ding. So, wo ist denn das Ding? Ich sehe es nämlich nicht. Doch, ich sehe es auf der Karte. Ist das hier? Goa-Ruin. Barrierenbrecher. Genau. Gehen wir da rein. Machen Leute platt. Tun uns das. Ich dachte, das haben wir schon. Naja. Ja, und ich habe irgendwie neue bekommen, irgendwie. Was irgendwie komisch ist. Also wir müssen auf Level 70 fahren. Die meisten Dungeons schon gemacht, oder nicht hier? Ja, aber ich habe das Gefühl, sind immer so bei den 10 gleichen, oder so. Ja, 74. Der Abstand wird immer geringer. Ich muss warten. Er wird immer geringer. Wir werden immer mächtiger. Ja, was ist denn hier unser Nachteil? Ist der Vulkan auf unserer Seite? Monster fügen Barrieren 75% mehr Schaden zu. Monster verursachen im Laufe 5 Sekunden zusätzlich 2%. Ja, ich glaube, ich glaube, es ist der Vulkan. Ich bin ziemlich sicher, es ist der Vulkan, der hier der Nachteil ist. Ja, während des Kampfes brechen regelmäßige Flammenspitzen in der Nähe des Spielercharakters aus dem Boden hervor. Ja, das hat mir gar nicht. Ihr verursacht 10% mehr physischen Schaden. Alter, was? What? Okay, der Vulkan hat mich gekillt. Ja. Ist ja immer irgendeine Sache, die uns irgendwie Schaden macht oder so, oder uns auf den Nerv geht. Ist okay. Au. Also stillstehen geht nicht so. Ich muss warten. Eben mehrere Skiffe hier erledigen. Tatsächlich war die Statue. Das war nur so ein riesiger Kokon. Wo ich noch da gewöhnt hatte, hier schwieriger ist, als was wir die ganze Zeit gemacht haben. Daneben. Oha.
Drei Tränke, nee, fünf. Okay. Daneben bauen. Ah, dieser Vulkan gibt mir so Rückblenden von Elder Scrolls Online. Okay. Ja. Ah ja, dein Vulkan, ne? Ja, ja. Oder eine Meteorit. Oh, der war auch gut. Als wir in so einem Haus waren, ich habe den Meteoriten gerufen, auf einmal kam ein Meteorit mitten im Haus eingeschlagen. Ja. Oh, da waren noch Zeiten, wo wir getrunken haben und Geister gesehen haben. Sehr gut, in meiner Axt. Ich kann die Angst einjagen damit. Ja. Indem ich ihn eine überziehe mit meiner Axt. Ich muss warten. Wenn ich immer mit einer Axt erfülle, da hätte ich auch ganz schön Schiss, wenn ich ganz ehrlich bin. Das läuft dann auch, ne? Das kann doch nichts Unschönes. Oder eine übergezogen. Hält denn der so viel aus? Der kleine Goblin hält ja voll viel aus. Ja. Meine Güte. Ich bin eingeschlagen wie never. Kriegen am Ende immer mehr Punkte, ne? Je höher das Level ist, oder? Ja. Für diese Knotenpunkt-Dinger. Oh. Ich bin ja gefangen. Oh. Die Nebeltüren sind zugegangen. Ah. Wo bist du? Ich hab gerade so eine Situation. Ich rette mir das. Du hast eine Situation. Du sollst mal sehen, wo ich bin. Warte, ah, mich hat auch erwischt. Warte, ich wurde wiederbelebt, automatisch. Okay. Wo bist du? Warte. Ich bin nicht zurück, ich wurde automatisch wiederbelebt. Wo bist du denn? Da will ich nicht rein, da sind Blitze. Danke. Ja, da waren mehrere Elite-Gegner. Ich hab so irgendwie... Du sollst mal sehen, wo ich gerade war, ey. Sind hier Gegner? Ja. Ja. Da hast du eine Dorfbewohnerin. Ich bin noch nicht da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schatten verzaubert. Wer wagt es? Oh Gott, ja.
Au, au, au. Ich bin noch nicht. Okay, das ist auch ganz schön nervig hier. Und jetzt du. Ja, ich weiß nicht. Aua, Mann! Nein! Ah. Oh, ey, ich hab der Vulkan getötet, weil der Vieh die ganze Zeit auf mich eingezogen. Ja, ah. Ich nehme an, ich wurde automatisch wiederbelebt, weil ich in so eine in so einen Nebelraum reingegangen bin, in so eine Nebeltür, die irgendwie aufgeploppt sind. Und ich kann da nicht mehr. Und du kannst mich ja nicht wiederbeleben. Weil ich ja da abgeschnitten war. Ja, da selber gezielt, wir haben nur noch 11 Wiederbelebungen. Ja, ja. Ja, und ich habe jetzt weniger Rüstung, nehme ich an, ne? Also nicht. Weil ich mich ja selber wiederbelebt habe. Ja. Ich habe 10 weniger. Oh nein, hier war das. Ah. Ich muss warten. Oh, so viele rote Sachen am Boden. Ich muss warten. Ja. 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 Noch nicht. Die blöden Vulkane, da kommen noch so andere rote Ringe am Boden. Ne? Ja, klar. Ist überhaupt nicht cool. Ich muss warten. Ja. Ich muss warten. Okay. Wow. Probieren, ja. Wo geht der hin? All diese sinnlosen Sachen. Ich muss warten. Legendäres. Wir brauchen noch gute Ausrüstung für gleich. Ich bin noch nicht so, ne? Ja. Für den Elias. Muss mal gut gewappnet sein. Ja. Damit wir den vernichten können. Der ist gut, ey. Oh. Ich kann jetzt mal meine Angst einjagen. Mit seinen Finger zu zittern. Mit seinen restlichen 9. Aber jetzt ein Ereignis. Sprich mal mit dem. Ich glaube, das eine gute Idee war, bevor die Gegner ja noch. Während die Gegner ja noch am Leben sind, aber egal. Löwenzahn, ey. Also Langzahn. Ich bin noch nicht bereit. Nein, wir kriegen nicht die Meisterung. Fail, wir müssen die Dungeon nochmal neu starten.
Okay, das hört sich nach einem neuen. Okay, das ist Vermächtnis. Das ist wieder ein Albtraum-Siegel für Stufe 2. Ja. Ich letztens alle recycelt. Aber eigentlich eine Idee, die schon so ein bisschen anzusammeln mittlerweile. So. So, jetzt habe ich wieder plus 5 Stärke, Intelligenz, Willenskraft und all das gute Zeug. Jetzt habe ich alle von den Dingern. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo ich hin muss. Mein Brettchen. Nee, Mann, ich gehe jeden Stärkepunkt einfach einkassieren. Ziehen auf den einen Typen los, den schnappt der. Boom. Ich muss warten. Da sind die auch. Was hat denn für eine Todeswelle gerade? Oder was? Ich bin eigentlich vom Gegner. Weil ich bin einfach hingekommen, auf immer waren immer so Todeswellen irgendwie. Ich weiß nicht. Das war okay, auch ich bin noch nicht bereit. Boah. Wir glauben nicht an eure Göttin. Das halten wir von hier. Ich bin noch nicht bereit. Komm her, du Stück. Mir egal, ob du ein Blocker bist. Ich bin kaputt, Hauer. Was ist das denn für Riesenhauer hier? Ich muss warten. Aha. So. Okay. Läuft doch bisher. Was wir hier machen, zur abscheulichen Kammer. Ich glaube, hier sind wir richtig. Nein. Oh, dann, wir können ihn dauern. Was? Was hast du gesagt? Ja, wir teilen uns auf. Ja. Eine gute Idee in so einer Dungeon, ne? Ja. Na, kommen wir hier rein. Ich glaube, hier geht's weiter, ne? Da habe ich auch den Boss gefunden. Abscheuliche Kammer. Ja, da kann ich den ganzen Banden erforschen. Da waren noch andere Orte, wo man ihn hat. Ach, und schon wieder die fette Hexe. Die Decke. Der Dicke? Welcher Dicke? Ich muss warten. Ich muss mal
Boah, ist ja ein Sturm. Du wirst schon leicht. Du wirst schon längst tot. Ich bin nicht bereit. Weint nicht um mich. Ich bin schon längst tot. Ach. Albtraum, Lehrling. Du bist ein Albtraum, Lehrling. Ich? Ja. Du hast ein Achievement gerade bekommen. Warum ich nicht? Oh, ich habe eine bessere Rüstung gekriegt. Ja. Das würde ich gerne aufwerten. Und das würde ich gerne aufwerten. Haha. So, da ein Punkt. Nom 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 nom. Alles verkaufen. Sacken hat aufgehoben. Ja. Ich hatte gedacht, du brauchst sie nicht mehr. Ich brauch die auch nicht. Was lebst du den Scheiß denn auf? Ey? Geld. Hallo? Sie sagen nicht verwerten oder was? Ich brauche Geld, brauchen wir jetzt nicht so dringend. Ne? Also. Das glaubst aber auch nur du. Ich brauch immer Geld. So. Also neue Rüstung habe ich gehört. Ja, Brustpanzer habe ich gekriegt, der ist ein bisschen besser als meine. Okay. So, boah, ich kann das einzige Ding auseinandernehmen für ein neues Design. Die Effekte sind leider nicht so. Action 20 zentralen passiven Fähigkeit. Wandel das Arsenal ab. Das habe ich aber nicht. Das ist eine passive Fähigkeit. Kunst. Das ist eine passive Ultimate, die ich nicht habe. Ich habe sie nicht. Sie ist nicht in meinem Besitz. So, sieht sie mit aus. Wollen die mal mit ihren Ansturm? Ich habe nicht Ansturm. Hör auf, mir Klamotten zu geben, die meinen Ansturm hier erhöhen. Ey. Ah. Hast du keinen Ansturm, Daniel? Ich hab den Angriff nicht. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich nehme ein paar Aspekte, kann ich hier verwerten. Bleh.